Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das finde ich eine gute Prozedur, was wir da eben hatten. Das erspart uns auch Zeit. Wir kennen ja die Gegenargumente schon und wissen, dass sie nicht gültig sind. Aber ich möchte unter diesem Tagesordnungspunkt zuerst einmal noch, weil es zum Thema gehört, zum Herrn Kollegen Wagner ein paar Worte sagen. Also Herr Wagner, ich nenne Sie bei Namen. Sie hätten mich auch ruhig beim Namen nennen können. Nicht sagen, ein Schulleiter, der irgendwie und so weiter und so fort. Hat ja sowieso jeder gewusst, dass ich gemeint bin. So, also was die Wertschätzung betrifft, glauben Sie mir, die Wertschätzung, die ist bei mir vorhanden. Ich rufe bei Ihnen auch nicht rein. Auch meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, aber insbesondere den Kollegen draußen, den ehemaligen Lehrern und Lehrerinnen und vor allen Dingen den Schülern und Schülerinnen, nämlich für die habe ich den Beruf des Lehrers seinerzeit ergriffen. Also das können Sie mir schon glauben, dass ich das sehr ernst genommen habe und auch noch sehr ernst nehme. Und deshalb, das ist mit ein Grund, weshalb ich überhaupt hier stehe. Ich würde nicht in den Landtag gegangen sein, wenn ich nicht für die Kinder in unserem Land etwas erreichen möchte. So, und da sage ich Ihnen mal was. Ja, die Lehrer entlasten, natürlich. Zuerst müssen wir sie mal nicht unnötig belasten. So, und wenn ein gewisser Stand erreicht ist und sie sind belastet, müssen wir sie natürlich entlasten. Da bin ich dafür. Ich habe immer gesagt, nur ein zufriedener, ich könnte sagen ein glücklicher Lehrer kann einen guten Unterricht halten. Natürlich kann ich nicht jemand vor die Klasse sitzen, der total, abgebrannt ist. Na, das geht gar nicht. Wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer natürlich entlasten, da bin ich dafür. Und die multiprofessionellen Teams, das sind Träume. Das sind Träume. Wo sind die multiprofessionellen Teams? Die sind nicht da. So, und wenn, glauben Sie mir, Sie sind ja Kollege. Sie müssen es doch wissen. Es gibt Kollegen, die wollen nicht 10 Leute um sich rumspringen haben in der Klasse, wenn sie Unterricht halten. Die wollen ihren Unterricht in Ruhe und alleine halten und mit den Kindern wie in einer Familie umgehen. So, die wollen nicht, dass ein Fremder hier kommt, ein Fremder da kommt, der Fachmann hier kommt. Das wollen die gar nicht. Und wenn sie es wollten, es ist nicht zu bezahlen. So, das dazu. Und dann Betreuung von Kindern. Ich bin leider hier, weil wir angegriffen werden, ständig gezwungen, aus meiner eigenen Erfahrung zu berichten. Ich habe in den 80er Jahren, da hat niemand an eine Nachmittagsbetreuung gedacht, habe ich die eingerichtet. Ich habe sie eingerichtet. Ich habe sogar damals einen Neubau errungen für diese Kinder. Das ist also nichts Neues und nicht jetzt erfunden, nur weil das jetzt jeder macht. So. Und jetzt zu dem Thema. Und, ja, es ist nötig, macht doch nichts. So, das Thema ist, ein System schaffen für Förderschulen für sonderbegabte Kinder. So, und zu diesem Thema, und dieses Thema, das ist kein Thema, da geht es auch nicht um irgendwelche Dinge, die man sich so vornimmt, das ist ein ganz wichtiges Thema für unsere Gesellschaft. Und das ist ein ganz wichtiges Thema für die Kinder, für die ich mich immer eingesetzt habe, nämlich für die 5% Behinderte oder Benachteiligte oder wie ich immer das nenne. Man ist ja heute, man hat ja immer andere Wörter für dieselben Sachen. So, das ist das Äquivalent. Und da wird zu wenig oder nichts oder Alibimäßiges gemacht. Ich könnte hier hinkommen und könnte sagen, ich stelle den Antrag hier, Schaffung eines oder Aufbau oder Ausbau eines Fördersystems für sonderbegabte Kinder. So, wird abgelehnt, dann setze ich mich, auf Wiedersehen. In 5 Jahren kann das ein anderer wieder diesen Antrag wiederstellen. Nein, ich bin hier, um für diese Sache zu streiten. Und ich werde so lange streiten, bis das in den Köpfen festsitzt, dass das nötig ist. So, das ist genauso nötig, wenn nicht noch nötiger, als den Einsatz
muss man sagen, tadellosen Einsatz unserer Regierung für die benachteiligten Kinder. Aber dieses Äquivalent muss auch her. So, und dann noch eine Sache, liegt mir unheimlich am Herzen. Und deshalb wird es immer wieder kommen. Diese Kinder, diese bedauernswerten Kinder, die in den sogenannten Inklusionsklassen sitzen, leiden jeden Tag. Die leiden gestern, die leiden heute, die leiden morgen. Die warten nicht, bis wir in 4 Jahren darauf kommen und sagen, das können wir so nicht machen. Das ist so nicht möglich. So, es ist so nicht möglich und deshalb bin ich dagegen und deshalb sage ich das auch. Deshalb sage ich das. So, und ein anderer Teil dieses Themas, wenn ich es wurde ja hier gesagt, wir haben eine Akademie für Hochbegabte, wir haben dort eine Beratung und dort an der Stelle, ja, ja, ja. So, aber ich habe gelernt, die Wertschätzung eines Gremiums daran abzulesen, wie viel Geld dafür bereitgestellt wird. So, wenn Sie jetzt mal überlegen, für sonderbegabte Kinder, das wird ja immer noch als hochbegabt bezeichnet, das ist ja dann ein Ausschnitt davon, stehen einmal 85.000 Euro zur Verfügung und einmal 60.000 Euro. Das habe ich gefunden. Das sind zusammen etwas mehr als 100.000 Euro. Das ist überhaupt nichts. Im Bereich der Förderschulen, das sind Tausende, ich kann das jetzt die genaue Zahl nicht sagen, Tausende von Lehrkräften eingesetzt, die doppelt zu zählen sind, weil die Schülerzahl gehälftet ist im Verhältnis zu den anderen Schulklassen. Das sind Millionen, 100 Millionen, 200 Millionen, die wir gut anlegen. Die legen wir gut an, das ist wichtig. So, aber ein solcher Betrag, der muss auch auf der anderen Seite stehen. Und wenn man den nicht hat, da kann man ihn natürlich nicht bezahlen. Dann muss man anfangen. Aber anfangen kann man nicht mit 65.000 und 80.000. Damit kann man nicht anfangen. Damit zeigt man, dass einem an der Sache nichts liegt. So, also, unser Antrag ist es, dieses Schulsystem auszubauen. Dankeschön.